Jo Leute, wir müssen ganz zügig Let's Playen, weil ich habe gleich Fahrschule. Aber willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Saphir. Im letzten Part hat sich Immerusion entwickelt, endlich, zu ihrer ersten Stufe. Schwalbini wird vielleicht in diesem Part noch zu einem Schwalboss werden, beziehungsweise unser Flyer. Und wir werden jetzt als nächstes das hochinteressante Museum besuchen gehen. Leute, und ich habe Hydrobi immer noch nicht freigelassen, wird es aber bald gemacht. Ich muss kurz in mein Nutella-Brot reinbeißen, kurzen Moment. Ich schätze wieder so schnell, muss auch noch nebenbei essen, weil ich glaube, wenn ich das nacheinander mache, dann schaffe ich es vom Zeithahn nicht mehr. Ich muss. Also wir haben jetzt bei uns 16.50 Uhr und 17.15 Uhr muss ich Fahrschule und ich muss mich noch umziehen. Willkommen im Ozeanmuseum, der Eintritt kostet 50 Poké-Dollar. Hast du Interesse? Interesse nicht wirklich, aber das Spiel verlangt von mir. Viel Vergnügen! Ah, kannst du mir noch mehr Witze erzählen? Und von dem Typen bekommen wir gleich die Attacke Raub. Hey, was machst du hier? Ich bin von Team Aqua. Du hast mich in den Boden gestampft. Ich bin doch der eine Schläger, der Pekko geklaut hat. Das ist für dich vergeben und vergessen. Kriegen wir jetzt die Attacke prügeln? Nö. Ich glaube, wir kriegen Raub. Tut mir leid, dass ich so ein Part essen muss, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Ja, wenn du Brick suchst. Der bin ich. Bam, bam, bam. Ah, das müssen die Stücke sein, die ich bei Mr. Drum von Devon bestellt habe. Dankeschön, das ist großartig. Nun können wir unsere Expedition endlich vorbereiten. Warte, das ist doch viel zu sperrfällig. Wir nehmen es an uns. Für was? Wer seid ihr? Wir sind Team Aqua, unser Boss will diese Dinge haben, also hört auf zu labern und lasst die Teile rüberwachsen. Niemals! Ihr Schurken! Ich sollte mal spielen, nicht mehr essen. Aber ich mach was ich will, Punkt. Flügelschlag! Jetzt wird wahrscheinlich auch noch aktiviert. Kriegen ein bisschen Schaden, aber I don't give a fuck. So, Weeble besiegt, ganz einfach. Komm mal, Herr Lutschis. Oh Mann, was für ein Desaster! Ich habe mein Gamepad mit Nutella vollgeschmiert, oh nein. Oder? Nein, doch nicht, war nur ein Brotstück, hab ich Glück gehabt. Waschlappen, Waschlappen gesagt. Ich mache auch noch fertig. Mein Brot habe ich gleich fertig gegessen, keine Sorge. Das war letztens so peinlich. Gestern, den Mittwoch, da hatte ich ja auch Fahrschule gehabt. Und kurz vor Ende habe ich so pissen müssen, dass ich mittendrin mein Auto ausmachen musste und mit auf der Straße gestanden bin und dann irgendwie eine Hecke pissen musste. Meine Fahrlehrerin, die hat mich voll komisch gefragt, alles okay mit dir? Und ich so, es tut mir leid, ich war fast explodiert, fast hätte ich das Auto voll gepisst. Ich habe wirklich nicht mehr gekonnt, Leute, ich musste irgendwo pissen. Oh Mann, es kommt vielleicht davon, weil ich in meinem Geschäft 1,5 Liter trinke. Oh mein Gott, und die gehen irgendwie nicht raus. Oh Mann. Das war gestern ein Desaster. Ich hoffe, heute wird es nicht so. Tut mir leid, Leute, ich bin gerade zu voll zum Lesen. Und für die, die es zu schnell ist, die sollen einfach mal stoppen. Ich denke, ich mache das so, dass ihr gut stoppen könnt. Okay. Gut, Captain Brick, kann ich wieder reden? Du bist? Du bist Gero. Wow, das war eine kritische Situation. Danke, dass du uns gerettet hast. Oh, fast hätte ich vergessen, dass du uns die Teile von Devon gebracht hast. Gero übergibt Devon Warn! Hoppla, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zur Expedition zum Meeresgrund aufbrechen, da es sonst uns noch wegrennt. Danke, und nun entschuldige mich, ich lasse dich einfach im Regen stehen, beziehungsweise in diesem langweiligen Museum. Dankeschön.
Wir haben hier nichts mehr verloren. Wir hauen ab. Und viel gelernt haben wir jetzt auch irgendwie nicht. Kam zumindest mir so vor. Gut, warte mal, jetzt muss ich kurz mal auf die Liste gucken. Kurzen Moment, Leute. Was für Pokémon wir jetzt noch fangen müssen. Beziehungsweise, was ich für Pokémon noch fangen werde. Okay, Leute, ich weiß schon, wo wir unser nächstes Pokémon fangen werden. Aber es kommt noch ein bisschen später. Ein wenig Geduld noch, Leute. Ein klitzekleines wenig. Ich krieg's deutsche Wort nicht zusammen. Leck mich, Leute. Ihr wisst, was ich meine. Oder auch nicht. Ich werde ja noch mal ein bisschen trainieren, auch unsere Flyer. Und wenn ich jetzt so intelligent gewesen wäre und hätte jetzt erstmal unser Emotion auf Draster gelassen, hätte es, glaube ich, mit Level 22 oder 23 Psychokinese gelernt. So landet es halt stattdessen nur noch mit Level 25. Genau. Whatever. Gut, Flügelschlag. Und Level 22 und entwickelst du vielleicht. Oh yeah! Fuck yeah! Ist das nicht schön? So ästhetisch! Okay, Flyer, du bist komplett. Sehr schön! Sehr schön! Bravo! Bravo! Oh, Eigenlob stinkt, ich weiß, aber ich kann's einfach, Leute. Ich kann's einfach. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch aussieht. Ich muss euch mal ein anderes Thema fragen, und zwar über die Thema Wii U. Ich habe jetzt bei meinem Euronix angerufen und die wollen mir ernsthaft verklickern, dass sie die Wii U erst morgen, also den 30. verkaufen. Ich bin davon ausgegangen, die kommt am 29. raus. Was ist schiefgelaufen, Leute? Also irgendwie, entweder habe ich was missverstanden oder bin total bescheuert oder bin inkompetent. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ja. Ich muss passen, Leute. Ich habe absolut keine Ahnung, wie es jetzt aussieht. Warum kommen die erst morgen bei uns? Warum wird die erst morgen bei uns verkauft? Das ist bei euch genauso, dass sie erst morgen bei euch verkauft werden. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind jetzt gerade die Einzigen, die nicht verkauft bekommen. Beziehungsweise erst morgen. Hi, Shiro, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wenn ich auf der Suche nach weiteren Pokémon war, sind meine Pokémon stärker geworden. Daher, wie wäre es mit einem kleinen Kampf, Schlampe? Oh, die Musik fand ich noch ein bisschen zu salzig. Was? What the fuck? Woher hat die ein Weilmor? Lass uns kurz nochmal zurückdenken. Hatte sie in Pokémon Smaragd ein Weilmor? Nicht, dass ich wüsste, Leute. Nicht, dass ich wüsste. Doppelteam. Okay. Setzen wir einen Sprudel ein. Und noch einmal Doppelteam. Noch einmal Doppelteam und das war's. Jetzt werden wir komplett auf Angriff übergehen. Ja, und jetzt trifft's schon gar nicht mehr und unser Angriff ist auch nicht gerade wirklich das Stärkste. Lern Psychokinese, Mann! Okay. Ich wollte schon Psychokinese sagen, ich meine Konfusion. Und jetzt kommt ein Reptile. Es hat drei Pokémon. Sie hat drei Pokémon, Verzeihung. Es fällt mir schwer, Männer und Weiblein auseinanderzuhalten. Ich verspreche mich immer, das ist so furchtbar. Egal. Wenigstens ist es verwirrt. Wenigstens das. Jetzt wäre es schön, wenn es Silberblick machen könnte, aber es lernt es nicht. Es lernt keine Silberblick-Attacke. Schade, schade. Dann müssen wir es auf die altmodische Art und Weise töten. Komm, schlag dich nochmal. Ja, weil es so schön war. Och, hast dich schon selber ausgeschaltet. Dann ist ja mein Angriff überflüssig. Jetzt kommt Kamaup. Das wird nicht unser nächstes Teammitglied, das kann ich gleich schon sagen. Aber ich hatte es schon in Erwägung gezogen, aber ich hatte es schon in meinem Smaragd Together, wo ich abgebrochen habe. Und nein, ich hol's mir nicht. Ich habe einen besseren Vorschlag. Ich weiß schon, welches Pokémon ich haben will. Und es hat auch bisher gute Dienste erwiesen, muss man sagen. Immer noch Konfusion. Ich meine Konfusion. Gut.
haben wir das auch geschafft und du hast kein Level-Up bekommen und du hast alle drei Pokémon alleine besiegt. Schande über dich, Emotion. Schande. Ja, ach du Schande. Das ist echt Schande. Shiro, du hast auch fleißig trainiert, nicht wahr? Ich denke, sonst hätte ich nicht anders verloren. Ja, hier ist Belohnung für dich. Dejector Elden. Sag bloß. Ich habe keinen Bock mehr zu lesen. Ja, ja, sagt die, die verloren hat, dass ich mehr trainieren soll. Und du hast verloren. Arsch offen, oder was? Oh, Gedankengut. Oh, 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 oh. Das ist sogar sehr gut. Oh, 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 oh. Wir verzichten auf Heuler. Oh, oh, oh. Das ist aber ein gefährlicher Angriff. Mensch. Das bekommen wir als TM erst als vorletzten Orden. Beziehungsweise bekommen wir die TM erst im vorletzten Orden. Ja. Ach du großer Gott, das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt. Gehen wir auf Gedankengut. Und versuchen es mit einer Konfusion, genau. Da kämpfen wir gegen den auch noch. Ah, da hat alle drei. Ne, alle zwei Pokémon. Was laber ich da? Hallo? Kannst du mal bitte aufhören zu sterben hier, bitteschön? Ach, jetzt weiß ich's. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Es ist Unlicht-Pokémon, natürlich. Darum funktioniert auch die ganze Scheiße nicht. Verdammt nochmal. Leute, warum habt ihr mir nichts gesagt? Lalala. Und damit sind wir in Malmenfroh City gleich angekommen. Yippie, yippie. Ach ja. Der gute alte Malmenfroh. Ja, ja, so habe ich es gern. So habe ich es gern. Guti, wo gehen wir jetzt hin? Ich würde vorschlagen, wir trainieren trotzdem noch ein bisschen. Der Kampf wird lustig. Der Kampf wird richtig derbe lustig. Mir macht Magneton schon Angst. Gott sei Dank ist das Team in Saphir schon ein bisschen anders. Was die Sache dann ein wenig einfacher macht. Aber nur ein wenig einfacher, Leute. Roselia. Ich verschwätze mich gerade so oft. Ich kapier's nicht. Oh, oh, oh. Gehen wir auf Aquaknarre. Wisst ihr was, Leute? Leckt mich am Arsch. Ich habe irgendwie heute meine Versprechen. Ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht bin ich auch leicht nervös gerade, auch wegen der Vorschule. Warum, habe ich keine Ahnung. Ist einfach so. Und Level 22. Das hat ganz schön gut EXP gegeben, dieses Volbeat gerade. Ich glaube 300 irgendwas. Suche, suche. Suche, suche, suche. Oh, noch ein Volbeat. 292, okay, ja, geht, geht, aber ist in Ordnung, es ist völlig in Ordnung. Im Trainerkampf kriege ich auch 350 ungefähr. Und dann ist es durchaus berechtigt für ein wildes Pokémon. Ja, Roselia gibt auch nicht schlecht, das gefällt mir. Zigzag ist lame, das will ich gar nicht bekämpfen. Meryl auch nicht, Meryl ist lame. Genauso wie dieses Meryl. Genauso wie dieses Zickzacks. Aber Volbeat, das ist in Ordnung, ne? Das ist in Ordnung, ja. Ja, ja, ja. Ich denke, ich mache jetzt wahrscheinlich eh gleich Schluss, sehe ich gerade. Aber ich will noch ein bisschen trainieren. Noch ein bisschen will ich trainieren. Mindestens als Level 25 ist, aber das glaube ich nicht. Nee, um Gottes Willen. Nicht mal in meinen Träumen. Okay, das hat schon Doppelteam eingesetzt, dann bringt es gar nichts mehr anzugreifen. Damit sollten wir wenigstens mit Level 23 gute Chancen haben, zu verlieren vor allem. Ja, ja, ja. Lassen wir uns mal in Ruhe Zeit. Wir haben Zeit. Volltreffer, leck mich. Haha. Ich glaube, darauf könnten wir als nächstes setzen, auf Volltreffer. Scheiße. Okay, Flyer, komm raus. Mach's fertig. Genau. Level 23. Ich denke, wir machen hier schon Schluss und dann sieht man sich im nächsten Part von Pokémon Saphir und es wird echt ein lustiger Kampf. Ein einfaches Emotion und Flyer. Hm. Hm.
Wenn wir das schaffen, esse ich einen Besenstiel und nenne mich Sally. Ganz ehrlich.